Also mein Projekt heißt Handke in Zungen. Das ist eine Datenbank, in der Textstellen aus den Texten des österreichischen Schriftstellers Peter Handke gesammelt werden, wo fremdsprachige Elemente vorkommen. Offene Wissenschaft bedeutet, die eigene Arbeit nicht nur den Kolleginnen und Kollegen im Fach oder im nächsten Fach zur Verfügung zu stellen, sondern offene Wissenschaft bedeutet, es auch allen anderen Menschen zugänglich zu machen, allen zu vermitteln, was man da macht, warum man es macht und wie es uns allen weiterhilft. Das Fellow-Programm hat mir gezeigt, was offene Wissenschaft eigentlich alles bedeutet. Offene Wissenschaft ist ja nicht nur, dass man das, was man macht, irgendwie alles ins Internet haut und dann wartet, was passiert, sondern da geht es ja schon auch darum, das wirklich an den Menschen zu bringen. Und das Fellow-Programm hat mir dort auch ganz viele Wege aufgezeigt, wie man das machen kann. Wenn man kommunizieren möchte, was man da tut, dann muss man es auf einen schlüssigen Punkt bringen können, und zwar gleich ganz am Anfang. Und dann ist es wohl wichtig, die richtigen Kommunikationskanäle zu finden, auf denen man seine Arbeit auch an die Leute bringt, die sich dafür interessieren. In einer idealen Welt hätte die Wissenschaft ja viel mehr Raum zu scheitern und viel mehr Zeit, sich zu entwickeln, und hätte auch viel mehr Zeit, diskutiert zu werden und nicht nur in den Elfenbeintürmen, wo wir gemeinhin so rumsitzen, sondern eben mit allen. Also in einer idealen Welt wäre die Wissenschaft weniger produktorientiert, als sie jetzt wahrscheinlich ist.